Die ganze Mueller-Untersuchung hat es doch gezeigt. Unabhängig von den Absichten beider Seiten sind die Fähigkeiten, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, begrenzt. Und die Sprache und die Methoden, die dort angewandt werden, sind so banal und primitiv, dass gar nichts erreicht werden kann. Diese Sprache soll Russland verstehen. Im weiteren Verlauf des Jahres verhängen die USA neue Sanktionen. Im Oktober 2018 dann ein Paukenschlag. Trump kündigt an, die USA wollen im kommenden Jahr aus dem INF-Abrüstungsvertrag aussteigen. Der Vertrag, 1987 von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichnet, hatte Europa 3 Jahrzehnte lang vor Atomraketen geschützt, war für viele eine Sicherheitsgarantie, nicht nur im Kalten Krieg. We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovayai no provayai. Trust, but verify. Und dann wird John Bolton, den ich gut kenne, zum neuen nationalen Sicherheitsberater ernannt. Ein Mann, der jegliche Verträge zur Beschränkung gleich welcher Waffen ablehnt. Hinzu kommt dies. Es kann keine Parität zwischen zwei Ländern geben, deren Wirtschaftskraft sich um das 20-fache unterscheidet. John Bolton glaubt, wenn wir alle Rüstungsabkommen auflösen, wird es einen deutlichen Unterschied zwischen den USA und Russland geben. Dann wird es für die USA ein leichtes sein, den Russen Vorschriften zu machen, weil es keine Parität mehr gibt.